Frankreich hat mit dem Abzug seiner Truppen aus Niger begonnen, ein Prozess, der bis Jahresende abgeschlossen sein soll. Nach dem Militärputsch Ende Juli hatte der neue Machthaber General Abdurrahman Tiani einen Abzug des französischen Militärs aus der einstigen französischen Kolonie gefordert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bis Ende September den vollständigen Abzug der französischen Armee angekündigt. In Niger sind rund 1400 französische Militärs stationiert, die die nigerische Armee im Kampf gegen Dschihadisten unterstützen sollen.